Und willkommen zurück auf dem Weg zum Sanktionen-Lagerhaus. Uah, die schocken ja. Das ist ja böse. Und ich nehme an, auf den Boden sollte ich besser auch nicht gehen, oder? Ja, wobei. Das ist ein Gürteltier. Oh, wow. Hier war das Level 3. Ey, das ist so gut, dass man hier fliegen kann. Wow, ist das cool. Ah, Mist, jetzt nicht mehr. Also man sollte sich schon nicht treffen lassen. Boah. Wie schnell sich die Munition auflädt. Was? Level down? Warum? Da ist doch gar nichts hochgeflogen. Oder es war doch? Nicht treffen lassen. Nein, nicht treffen lassen. Na, Vogel? Feuerball. Kann ich hier so ein bisschen in die Ecke werfen? Ah, fein. Dann möchte ich erstmal den Feuerball noch. Oh, hochleveln. Mach mich hier ein bisschen am Boden lang prügeln. So. Da links waren noch gerade Gegner. Ein bisschen Heilung. Und ein Gürteltier. Ein totes Gürteltier. Eine Rakete, die ich gerade nicht brauche. Aber egal. Oh, da oben sind Stacheln, sehe ich gerade. Die sind aber wahrscheinlich absichtlich angebracht. Weil man wohl regelmäßig hier an dieser Stelle fliegen kann mit dem Maschinengewehr. Mit der Maschinenpistole. Aber ich sehe schon. Hier gibt es was Geheimes. Moment, springen dann nach unten. Man kann nicht direkt nach unten schießen. Wie komme ich da hoch? Ah, da ist noch so ein Hund. Hä? Ach so, das ist kein Schaden, das sieht nur so aus. Komme ich da irgendwie rüber? Sieht nicht so aus. Vielleicht hier unten rum? Nein? Runterschießen? Nein? Schade. Ah, und diese Blöcke, sehe ich gerade, sollen wohl Hundeabdrücke sein, so Hundepfotenabdrücke. Oh, jetzt versteckt er sich auch noch. Ein verlassenes Haus. Was ist das? Keine Ahnung. Ja, speichern. Ach nö, oder? Ernsthaft? Hä? Nein! Wie komme ich jetzt da hoch? Ah, indem ich lade. Okay. Wie bin ich da hingekommen? So. So. Nein! Na? Gehst du hoch? Gehst du hoch? Ja, yeah, ja, yeah. Hoch zum Hund. Okay, dann eben wieder rüber. Warum hat es gerade nicht geklappt? Warum kann ich gerade nicht fliegen? Okay, mal kurz eben die Munition auffüllen lassen. Und dann jetzt. Jetzt hoch mit dir. Ach so, ah. Da ist was untergeht. Warum kann ich da nicht hin? Kann ich das mit dem Bubbler vielleicht ausschalten? Mist. Okay, immerhin, der ist tot. Vielleicht mit einer Rakete? Oder gibt es da einen anderen Weg außenrum? Sieht so aus, ja. Es gibt einen anderen Weg. Den suche ich doch mal eben. Da geht's hoch. Moment. Nee, da will ich nicht hin. Da will ich nicht hin. Da geht's hoch. Und dann nach links. Okay. Ah, ich hasse solche Rätsel. Und jetzt hier rüber. Oh, ja, geht doch. Wuff, wuff, wuff. Ja, kommt, komm mit. Komm mit. Ich bring dich zu deiner Herrin. Zu deinem Herrchen. Zu deinem Frauchen eigentlich, ne? Ist ja eine Dame. Die alte Hexe. Die Mutter von Misery. Interessant. Und da will ich gerade nochmal speichern. So. Dann zurück zur Hexe, zur Alten. Na, klasse. Nein, nein, nein! Aus dem Weg. Feuerball. Nein. Ah, ich kann die
Schüsse von denen abschießen. Immerhin. Das ist ja schon mal was Positives. Jetzt hätte ich gerne die Maschinenpistole und würde gerne über die Gegner fliegen. Aber nicht an die Stadt kommen. Super. Das hat geklappt. Ein bisschen Schaden habe ich gekriegt, aber egal. Ah, Erfahrung, Erfahrung. Billig. Schön. Ich glaube, ich gehe direkt zurück zur alten Dame. So, und jetzt kriegt der Bubbler endlich mal Level 3, hoffe ich. Das ist ja ziemlich lächerlich bisher, was der so kann. Ich vermute mal, der wird richtig stark auf Level 3 und man muss dann aufpassen, dass er nicht wieder kaputt geht. Dass man die Erfahrung nicht wieder verliert. Weil wenn nicht, dann ist die Waffe ja einfach total nutzlos. Okay. Oh, das ist ja cool. Okay, vielleicht ist sie ja doch ganz praktisch, die Waffe. Ah! Vielleicht auch nicht. Ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, ich bin nicht so sehr. Die Waffe. Trotzdem nicht mehr Level 3 behalten. Das ist wahrscheinlich der mächtigste Level. Von allen. Falls ich mal mit allen anderen Waffen keine Munition mehr habe. Naja, das geht eigentlich nicht. Arf! Na, jetzt. Hm, wie schnell. Das ist wirklich eine von meinen lieben Welpen. Gewehr. Du bist doch ein Soldat von der Oberfläche, oder? Nicht lange, es ist nicht lange her, dass hunderte von Robotern wie ich auf diese Insel gekommen sind. Und unzählige Mimigas wurden getötet durch sie, haben sie getötet. Ja, so wie die Menschen, die sie beschützt haben. Und in die Ecke getrieben haben die Mimigas dann letzten Endes die verbotenen roten Blumen gegessen und in ihrer Rage angefangen, gegen die Roboter zurückzuschlagen. Ohne die roten Blumen hätten die Mimigas vielleicht, komplett von der Insel verschwunden. Noch drei. Gutes, viel Glück. Noch drei Welpen. Noch drei Welpen. Ach nee, das geht erst auf Level 3. Das ist für eine Munitionsverschwendung. Aber egal, hier sind ja noch mehr. Nein. Gegner wollte ich. Also die da eigentlich. Die da. 19? 20. Wunderbar. Das ist ein bisschen unübersichtlich, mit so vielen Waffen. Aber das Fliegen ist echt cool. Babla. Es hat so wenig Schaden. Aber... Ach so! Moment. Hä? Warum kamen da vorhin die Bubbles raus und jetzt fliegt es direkt raus? Oder platzen die einfach, sobald sie den Gegner ein mögliches Ziel sehen? Fliegen die um die Ecke zufällig? Nein. Aber so richtig viel Schaden habe ich das Gefühl, macht das nicht, ne? Ne. Dann fliege ich mal eben über die Gegner drüber. Oder ich laufe einfach dort da durch. Das war ein bisschen blöd. Hast du ein Leben für mich? Nein. Hast du ein Leben für mich? Nein. Hast du ein Leben für mich? Nein. Mist. Da oben war... Ach, blöde Stacheln. Mist. Da ist eine Welpe. Wahrscheinlich habe ich den Versteckten zuerst gefunden. Jetzt bleib doch stehen, Junge. Ich will dich doch nur retten. Wo ist der denn hin? Arf! So, jetzt nehme ich dich einfach. So. Was hast du davon? Und ich sehe gerade diese Maschinenpistole. Die braucht sau viel Erfahrung zum Leveln. Verständlich. Level 3 ist auch ziemlich mächtig. Schließlich wollen wir damit fliegen. Deswegen hätte ich hier gerne einen Max. Yippie! Ey, das ist so cool.
Und vor allem die Munition füllt sich auch wieder auf. Kann man hier eigentlich indefinit lang, also unendlich lange fliegen? Finde ich ja cool. Das geht nicht mehr, sobald man den Boden berührt. Weil wenn man den Boden berührt, kann man nicht nach unten gucken. Das geht nur in der Luft. Das heißt, ich muss auf jeden Fall einmal springen, um zum Fliegen, um zu fliegen. Noch einer. Ja. Vielen, vielen Dank. Hast du schon mal einen verrückten Mimiga gesehen? Die in die Ecke getriebenen Mimigas hatten gehofft, dass die roten Blumen ihnen Stärke geben. Sie haben sie gegessen, dann haben sie die Roboter bekämpft. Aber weißt du, was danach mit ihnen passiert ist? Nein, erzähl's mir. Es ist eine traurige Geschichte. Ja, dann erzähl's mir halt nicht. Okay. Die Mimigas waren wahrscheinlich nicht mehr in der Lage, in ihrer Wut ihre eigenen Handlungen zu kontrollieren und sind ohne Spur verschwunden. Wenn man den Gerüchten glauben kann, sind sie zur Oberfläche, wo die Menschen leben. Und eine Armee von wütenden Mimigas ist über die Erde hergefallen. Verstehst du jetzt, wie böse, wie gefährlich die roten Blumen sind? Ja. Noch zwei. Welpen. Zwei Hundis. Hundis. Für die Dame. Für die Hexe. Nicht, dass du da von oben auf mich drauf fällst. Ich finde das cool. Ich glaube, ich wiederhole mich, aber es ist echt mächtig. Volle Erfahrung. Es fehlt mir noch ein bisschen Leben. Nein. Vielleicht noch mehr Leben, wie es aussieht. Oh ja, Leben. Oh ja. Wie viel halt das? 6. Cool. Wo ich jetzt? Achso. Ich kann ja fliegen. Echt praktisch. Man muss nur aufpassen mit den Stacheln da oben. Hier wiederum ist der Feuerball praktischer. So auf abschüssigem Gelände. Ich wüsste gerne, was es hier oben noch gibt. Knochen. Wow. Geiler Scheiß. 20. Das ist wahrscheinlich 20 von den ganz kleinen Knubbeln. Ah, und das sind 5er. Okay. Die mittleren sind 5, geben 5 Erfahrungspunkte, die kleinen 1 und die ganz großen 20. Wow. Nein. Ich finde. Moment, hä? Ah, solange ich drauf bleibe, habe ich Blüten. Die Blasen. Und sobald ich die Taste für Schießen loslasse, explodieren alle auf einmal und schießen auf einmal los. Okay, ist vielleicht noch gar nicht so unpraktisch, weil ich kann jetzt hier zum Beispiel eine große Menge von Schüssen anhäufen und alle auf einmal loslassen. Das ist bestimmt gegen Bosse voll gut. Und viel Schaden auf einmal, oder bei sowas. Oh, da hatte ich gerade Glück. Wah! Weg. Für Boss ist es bestimmt gut, oder für so große Gegnermengen wie hier. Na, zack, sobald es anfängt von sich aus zu schießen, lasse ich einfach los und dann schießen alle. Ich darf mich nur nicht einkesseln lassen, so wie jetzt gerade. So, bla. Ah, was? Hier geht's runter. Nur eins tief. Kann ich da runterschießen? Nein. Nein. Warum ist hier ein Pfotenabdruck? Ist da ein Hund in der Nähe? Na, da oben? Da oben war auch nichts, ne? Stacheln. Nö, hier war ich schon. Ich frage mich, ob man hier unendlich lange schweben kann, wenn man es richtig macht.
der Waffe. Also ob sich die Munition schneller auffüllt, als ich sie brauche, um zu schweben. Ich glaube nicht. Ich glaube, sie geht langsam zur Neige. Eine Tür? Ach. Was haben wir hier? Ja! Wow. Oh, wow. Cool. Das sind hier Objekte, die auch runterfallen. Das ist ja praktisch. So, da unten ist jetzt gerade so ein... Ach, da kann ich jetzt gar nicht rein. Wo ist dann der letzte Hund? Ich gespeichert? Wahrscheinlich ja. Jetzt auf jeden Fall. So, ich würde dich gerne mitnehmen, mein Kleiner. Ja. Hey. Da habe ich zu früh versucht, loszulaufen. Kann ich da rein? Verschlossen. Oh, da unten sind Stacheln, da will ich nicht hin. Ja, ich muss echt gucken, dass die Maschinenpistole auf Level 3 bleibt. Das ist so gut. Und ich habe das Gefühl, das ist auch richtig schnell. Schneller als zu Fuß. Aber das könnte täuschen. Die Munition geht natürlich zur Neige. Das ist ärgerlich. Was? Nein! Das ist natürlich ungeschickt. Irgendwas mit Erfahrung? Nein. So, dann hätte ich gerne einmal die hier. Wunderschön. Und das Ganze von hier unten nochmal. Ah, die Waffe ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich nehme meine Vorwürfe ein bisschen zurück. Das ist so, so ein bisschen so eine Aufladwaffe. Nicht gut. Die da braucht Munition. Also ich könnte ja auch sagen, Treibstoff, um nach oben zu fliegen. Puh, Punktlandung. Wow. Ich habe die Hexe oder das hier von Anfang an gesehen, oder? Ganz am Anfang im Level. Wahrscheinlich. Sie scheinen dich zu verehren. Meine Welpen. Verschwenden ihre Zuneigung nicht auf schlechte Menschen oder schlechte Persönlichkeiten. Vielen Dank. So, du suchst den Warenhaus oder den Lagerhausschlüssel, ne? Worin die Samen für die roten Blumen sind. Es ist mir egal, wer du bist. Du kriegst nicht den Schlüssel. Du kriegst den Schlüssel nicht. Das Lagerhaus zu öffnen würde die gleiche Tragödie wieder von vorne beginnen lassen. 1, 2, 3. Einer fehlt. Okay. Und wo finde ich den? Im Lagerhaus hinten wird es ja wohl nicht sein, mit der verschlossenen Tür. Kann ich vielleicht noch irgendwo in die Wand rein? So wie für den ersten? Vielleicht hier? Tatsache. Gutes Versteck, muss ich sagen. Gutes Versteck. Oh, hier ist ja keine Welt. Und ich finde... okay, es ist doch ein Welt in der Truhe. Der arme Hund, der ist doch bestimmt erstickt oder so. Mann, hätte ich immer zuerst gerettet. Ist das cool. Ja, also ich bringe jetzt noch eine Welpen zurück und ich glaube, dann ist die Folge auch zu Ende. Die dürfte ein bisschen länger sein als die letzten. Aber das ist schon in Ordnung. Und dann sind die Welpen gerettet, dann werde ich eine Runde speichern und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Oh, okay, von wegen. Oh nein, jetzt hast du ihn doch hergegeben. Oh nein. Bis nachher. Warte. Ach, Mist. Aber hier, ich habe deinen letzten Hund. Oh, du. Hier, dein Hund. Der Schlüssel. Die haben den Schlüssel gestohlen. Bitte, halte sie auf. Sie wollen die Mimigas benutzen und mit den roten... Also die Mimigas in Rage bringen mit den roten Blumen und sie zur Oberfläche bringen. Oh ja, du könntest das da gebrauchen. Ein Life Pot. Life Potion nehme ich an. Kann das einmal benutzen, aber nur einmal, um die Lebensenergie wiederherzustellen. Wow, also dann, bis zum nächsten Mal.